Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht. Das heißt, ihr könnt ja anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und das ist unsere Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht, Schano, 57 Jahre alt. Jürgen, ich grüße dich. Hallo. Ja, guten Morgen. Hi. Dein Thema. Ich bin Fan deiner Sendung, steht immer mit einer Dauerprogrammierung am Rekorder, so dass ich das immer aufzeichne und mir dann bei Gelegenheit anschaue. Das ist schön. Schano. Mein Thema, ich filme Operationen. Du filmst Operationen? Ja, mit Video. Mhm. Und zwar begonnen hat das Ganze mit meiner Frau selber, die war vor der Frage gestanden, sich eine Brustverkleinerung machen zu lassen. Ja. Ich habe sie kennengelernt, da hat sie 77 Kilo gehabt und im Laufe der Zeit hat sie abgenommen auf 60 und die Schwerkraft fordert natürlich ihren Tribut und da hat sie selber gesagt, nachdem sie immer mit BH rumlaufen muss und am Sommer, nachdem wir Karibik-Fans sind, dass man da vielleicht mal was machen soll. Ja, da haben wir uns einen guten Arzt gesucht, eine schöne Beratung gemacht, dann hat er also auch Fotos gehabt, wo man gesehen hat, vorher, nachher. Und du hast ja schon öfter Frauen gehabt, die mit Operationen zu tun gehabt haben in der Richtung. Ja. Und wie gesagt, wenn man einen guten Operateur hat, da ist die Geschichte an für sich schon eine runde Sache. Mhm. Und meine Frau kam auf die Idee und hat gesagt, das wäre doch nicht schlecht, stell dich mit der Kamera rein und film das. Da darf dir das zu. Darf man das denn? Ja, das ist eine Absprache mit dem Operateur. Mhm. Ne? Mhm. Ich meine, die Angst des Betreffenden ist natürlich eher der, ich meine, ich habe es in der Operation dann gemerkt, die ersten Blicke galten natürlich mir, weil der gedacht hat, ich kippe ihm hinter ein Stativ weg. Ja, ja. Aber das Problem hat sich dann schnell erledigt im also Grunde. Dieser Arzt war damit relativ schnell einverstanden, dass du mit der Kamera in den OP gehst. Ja. Das ist ja auch eine Geschichte gewesen, die wir selber bezahlen mussten. Mhm. Ne? Aber ist das denn nicht so, dass man da eventuell dem Team im Wege steht? Nein, ich bin abseits mit meinem Stativ ungefähr 2-3 Meter weg und das sind dann meistens über dem Operationstisch schräge Spiegel. Ja, das ist also starre, die Kamera. Du läufst nicht hin und her und filmst mal von so und so. Das ist nicht möglich. Musst du die also auch nicht aus hygienischen Gründen darf ich nicht zu nah rankommen, sondern ich muss das dann mit einem Teleobjektiv machen. Wäre meine nächste Frage gewesen, muss die Kamera in besonderer Weise steril gemacht werden? Nein. Nein, das nicht. Nein. So fing es dann an. Und ja, seitdem die haben mich dann eingepackt, ne, eine Haube auf, Mundschutz rum. Ne, ich habe mein Equipment aufgebaut, meine Frau haben sie reingeschoben. Der Anästhesist war da, der hat dann die Narkose gelegt. Mhm. Das ist ja dann alles abgedeckt. Mhm. Da bin ich dann nochmal kurz mit der Handkamera nach hinten gegangen, wie sie intubiert worden ist, ne? Mhm. Weil die Luftversorgung ja sichergestellt sein muss. Wie viele Operationen hast du bisher schon gefilmt? Ungefähr 5 oder 6 bis fünf jetzt. Oder sechs. Was waren das für Operationen? Ja, das waren zum Teil solche Schönheitsoperationen, plastische Operationen, sagt man dann, ne? Mhm. Brust zum Beispiel vergrößern, verkleinern. Mhm. Eine Gallenoperation habe ich mal gehabt, ne? Mhm. Fett absaugen, ne? Mhm. Wo die Leute sich dann gewundert haben, dass hier 3 Liter Flaschen Fett gestanden sind unterm Operationstisch. Ist auch nicht so schön, ja. Oft einmal lustig. Einmal ist ein Operateur leicht ohnmächtig geworden, dem ist scheinbar schlecht geworden. Aha. Die Geschichte ist ja die Belastung ist vielleicht nicht mehr die Optik, sondern das, man glaubt es ja gar nicht, das ist der Geruch. Der Weil Geruch, die mit der Elektromessern arbeiten und dann riecht es da etwas nach verbranntem Fleisch, riecht natürlich, ne? Weniger schön. Ja, ja, gut. Schano, jetzt erklär mir bitte, warum du das machst, Mensch. Naja, ich ist muss sagen, ich habe diesen Film gemacht, dann hat sich das, meine Frau ist selber in der Klinik, die arbeitet zurzeit, die ist im Nachtdienst und da hat es dann Leute gegeben, die gesagt haben, Mensch, ich würde mir das gerne mal anschauen, ich stehe selber vor dieser Frage, kannst du mir da ein bisschen was zeigen? Also machst du es im Prinzip rein privat? Richtig, das ist hobbymäßig. Das ist keine kommerzielle Geschichte irgendwie. In Amerika macht man es ja professionell, ne? Schano, wieso lassen sich die Ärzte denn darauf ein? Was haben die denn davon? Naja, das ist oft einmal, das müssen die Patienten natürlich machen. Wenn die Patienten zum Beispiel das privat bezahlen, ne, dann ist natürlich die Geschichte die, dass die sagen, zum Teil kennen sie mich ja auch schon, dass sie sagen, sie haben dadurch keine Probleme. Ich meine, es gibt dann auch Patienten, die dann sagen, wenn das dokumentiert ist und es passiert ein Fehler, dann können wir. Ne? Ja, trotzdem meine Frage war, was der Arzt davon hat. Warum stimmt er dem zu? Ja, der hat an für sich da keine Behinderung dadurch. Das ist, der arbeitet deswegen genauso. Mhm. Und gelegentlich sagen die natürlich, können wir eine Kopie haben für Lehrzwecke oder sonst irgendwas. Ja.
Das also es gab da keine große Schwierigkeit. Nein, zwischen dir überhaupt und den Ärzten. Nicht. Ich ist gar nicht ist es denn bei dir so, dass du, außer dass du das Leuten vorspielst, die in vielleicht ähnliche Operationen vor sich haben, dass du dich auch schon mal zu Hause in dein Heimkino setzt und eine Flasche Bier, ein paar Chips und dir mal so eine OP anguckst? Naja, ich muss sagen, ich selbst habe ja nur die Aufnahmen von meiner Frau. Die Leute, die das bei mir machen, kriegen die Originalkassetten. Ach so. Na? Oder kriegen dann entsprechende Kopien, die sie auf ihren Maschinen abspielen können zu Hause. Ne? Ist denn da bei dir so ein Thrill auch dabei, so etwas zu sehen und irgendwie zu dokumentieren auch? Zu fertigen, ja. Ich meine, das ist eine Geschichte, die nicht alltäglich ist. Das kann auch nicht jeder im Grunde genommen. Das dann so zu verarbeiten, zu schneiden auch. Ich meine, ich habe einen Fall gehabt, der wollte das unterlegt haben mit Musik. Ne? Den habe ich dann die Rhapsody in Blue mit drunter gelegt. Also auch sehr, sehr apart, ja. Ja, also recht abgefahren. Wenn ich jetzt bei dir eine Blinddarm-OP in Auftrag geben würde zum Filmen, was wird das kosten? Naja, eine Blinddarm-Operation ungefähr, würde ich sagen, eine Dreiviertelstunde, kostet ungefähr 400 Mark. Kommst du bei mir nicht ins Geschäft, weil ich keinen Blinddarm mehr habe? Ach du, ernsthaft. Trotzdem war es interessant, mit dir zu sprechen. Ja, ich danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute weiterhin. Weiterhin Fan deiner Sendung. Ja? Danke. Und tschüss, Carlo. Ne? Ciao. 17 Jahre, genau 17 Jahre. Nina. Hi. Hi. Wie geht's dir? Ja, geht so, ne? Nicht so doll. Nee, im Moment nicht. Was ist los, Nina? Ja, also mein Vater, der macht mir im Moment ein bisschen Angst. Und zwar, weil der macht immer so blöde Anspielungen von wegen, ja, wenn du nicht meine Tochter wärst, würde ich mit dir schlafen und so. Mhm. Und ich sag mal, es hat eigentlich schon angefangen, als ich noch ziemlich klein war. Da haben mein Bruder und ich immer bei dem geschlafen. Mhm. Und ich sag mal, er hat angefangen, mich zu begrapschen und so. Ich sag mal, damals hat er noch ziemlich viel Haschisch geraucht und er scheint das heute irgendwie alles gar nicht mehr so extrem zu wissen. Und der hat mich auch immer, also mit einem Zungenkuss begrüßt und so. Wie, so weit ist das schon gegangen? Ja, klar. Ein Zungenkuss hat dein Vater dich begrüßt? Ich sag mal, das ist ja nur gar nichts. Jedes Mal, wenn ich da hinkam, hat er dann immer gesagt, ach Schätzchen, heb mal dein Hemd hoch, wie viel hast du denn heute schon? Wie, was heißt, wenn du da hinkamst? Ja, meine Eltern waren die waren schon geschieden. Also die haben sich scheiden lassen, als ich ein Jahr alt war. Mhm. Und wie ist die Situation heute? Also wir sind vor einem halben Jahr abgehauen, mein Bruder und ich, von zu Hause, von meiner Mutter abgehauen, weil die uns geschlagen hat. Und jetzt habe ich eine eigene Wohnung seit einem halben Jahr. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist mein Zwillingsbruder. Und der wohnt jetzt in einer WG und ich habe halt eine eigene Wohnung. Und wir haben also uns an unseren Vater gewandt und der hat jetzt das Sorgerecht. Aber das ist ja schon mal sehr gut, dass du nicht mit ihm unter einem Dach wohnst. Ja, allerdings. Ja? Ich sag mal, der hat ja auch eine Freundin, mit der schläft er aber nicht. Und das ist ein großes Problem für den. Also du würdest fast vermuten, dass er gar nicht weiter davon weg ist, sich an dir zu vergehen. Ja, allerdings nicht. Ich sag mal, auch wenn er jetzt, es fängt ja jetzt schon wieder an irgendwie, ich sag mal, mit dem kann ich eigentlich über alles reden, ne? Und deswegen, also ich hatte auch immer ein ziemlich großes Vertrauen zu dem, habe mit dem irgendwie über meine Probleme mit Jungs gesprochen. Wir haben uns, also nachts oder so, haben wir uns dann über Stellung und so eine Scheiße unterhalten. Ich habe es irgendwie gar nicht so ernst genommen. Aber wenn er dann immer diese Sätze abgelassen hat, da habe ich doch schon Angst gekriegt. Und jetzt, wenn er kommt, beziehungsweise wenn er geht, dann packt er mir immer an Hintern und so und ich weiß nicht, ich... Nina, du bist ja nun schon 17 Jahre alt. Ja, ne? Klar. Du kannst dich ja nun auch entsprechend wehren. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Indem du ihm das ganz einfach untersagst und verbietest. Patz ihn ruhig an. Schrei ihn an, wie dir das gerade zumute ist. Er wird es nicht verstehen, er wird dann total beleidigt. Dann soll er beleidigt sein und dann seht ihr euch halt weniger. Aber du darfst das ja nicht einfach so über dich ergehen lassen und stillschweigend hinnehmen. Und mach wirklich drei Kreuze, dass du nicht bei dem in einer Wohnung wohnst. Somit hast du ja deine Eigenständigkeit und eben auch die Distanz zu ihm. Aber wehr dich doch zumindest erstmal richtig verbal dagegen. Und mach dir mal klar, wo er sich da bewegt. Und ja, ich meine, ich hab's ihm ja auch schon öfter dann gesagt irgendwie, dass mir das jetzt irgendwie zu weit geht, so wenn er solche Sätze ablässt oder so. Verbiete ihm ganz einfach, es zu machen und sag, wenn er damit nicht aufhört, dann ist erstmal euer Kontakt gänzlich unterbrochen. Droh ihm das ganz einfach so an. Hast du da Angst vor? Ja. Aber warum? Weil ich keine Familie mehr habe. Ganz einfach. Weil ich nie eine Familie hatte. Aber du hast deinen Bruder. Mein Bruder.
ich meine, das war mir jetzt auch das Wichtigste, dass ich jetzt das öffentlich machen kann, damit mein Bruder das vielleicht mal hört. Weil ich sag mal, der war immer derjenige, der hat es irgendwie geahnt, aber er hat es irgendwie nicht ganz glauben können. Ach so, richtig offen sprichst du mit deinem Bruder auch nicht darüber? Ich kann mit ihm darüber nicht sprechen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich meine, ich liebe den echt über alles und wir können sonst über alles reden, aber ich habe da Angst vor, weil ich weiß nicht, was der dann denken würde oder wie er mit meinem Vater reden würde. Ich weiß es einfach aber nicht. Aber Nina, was kann denn, wenn du im Prinzip sagst du, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt, dein Bruder ja. und du? Ja. Ein inniges Verhältnis sogar. Ja, aber mein Bruder, der ist auch so ein Mensch, der macht mich manchmal mit Sachen fertig, die mich runterziehen. Mhm. Also den einen Abend hört er mir zu und der ist dann total damit mhm. dabei und den anderen Abend gut, nutzt aber, das dann aus. Aber dieses ist ja nun ein sehr ernstes Thema, was du gerade jetzt hier uns erzählt hast, mir erzählt hast. Ich hoffe mal oder glaube nicht, dass dein Bruder sich dann darüber lustig macht und dich damit fertig macht, sondern dass er dann doch auf deiner Seite steht. Und du hast ja recht, nur du hast recht, nicht euer Vater. Und dass ihr dann zusammenhaltet, auch gegen den Vater. Mhm. Verfolgt dein Bruder heute Abend die Sendung auch? Ich denke schon. Du hast die Hoffnung, dass er das jetzt auf diese Weise mitbekommt. Und wenn er jetzt wirklich hier zuschauen oder zuhören sollte, auch von mir an ihn, die dringende Bitte, dann zu Nina zu halten. Und Nina hat recht und nicht der Vater. Und dass ihr gemeinsam dem Vater die Grenzen aufzeigt. Und ihn wirklich unter Umständen auch erstmal aus der Wohnung schmeißt, wenn er sich da nicht beherrschen kann. Was ist denn das für ein Vater, der so mit der Tochter umgeht? Das kommt ja auch nicht immer vor. Erstmal ist es nur, wenn wir alleine sind. Ist doch egal, aber du hast die Angst und dich beschäftigt es ja oft. Mhm. Ne? Ist ja so. Sonst hättest du ja nicht angerufen hier. Mhm. Nina, sag mir mal nochmal, das habe ich gerade so am Rande nur so richtig mitbekommen. Er hat dich immer früher mit einem Zungenkuss begrüßt. Ja. Heute auch noch? Nee. Da würde ich mich auch gegen wehren, mhm. heute nicht mehr. Mhm. Er weiß auch, dass er damit nicht mehr durchkommen mhm. würde jetzt. Das ist schon ein absolutes Unding, wenn ein Vater das mit seiner sehr jungen Tochter macht. Ja. Ja, da lachst du. Da gehörte der unter Umständen vielleicht schon hinter Schloss und Riegel, wenn man es mal ganz streng sieht. Da ist die Gratwanderung, also da fehlt nicht mehr viel und er begibt sich aber wirklich in eine heftige kriminelle Zone. Also Nina, ich will dir nochmal sagen und dich ermutigen, zieh die ganz klare Grenze. Und ich kann auch verstehen, dass du sagst, ich will Familie haben. Aber auf so eine Familie kann man dann auch verzichten. Wenn der ja, Vater, ich sag mal, dann stehe ich ganz alleine da. Ne? Ja, aber versuche dann wirklich jetzt nochmal eine neue Brücke zu bauen zu deinem Bruder. Mhm. Und versuche dich mit dem gut zu halten und an dem festzuhalten. Und ich hoffe sehr, dass er zu dir hält. Ja, hoffe ich auch. Liebe Nina, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Walter. Ja, hallo, grüß dich. 30 Jahre alt. Stimmt das? Ja, genau, richtig. Ja. Grüß dich, Domian. Walter, dein Thema. Ja, mein Thema, Domian, ist schon mal ziemlich traurig, was ich da gerade gehört habe. Mein Thema ist folgendes. Ich habe vor einem halben Jahr im Lotto gewonnen, ja. Und ich möchte eigentlich mal darüber berichten, dass es doch nicht so angenehm ist, wie manche das wohl glauben mögen, ja. Vor einem halben Jahr hast du gewonnen? Ja, genau. Darf ich fragen, wie viel du gewonnen hast? Ich schäme mich, dir das zu sagen. Na, wie viel? Über 8 Millionen. Nein. Ja, und das war... Halt. 8 Millionen Mark hast du gewonnen? 8 Millionen, genau zu sagen. 8.652.048 Pfennige. Das ist ja unglaublich. Mhm. Aber du klingst gar nicht so glücklich darüber. Tja, teilweise. Ich dir nachträglich denn gratulieren dazu? Ja, danke, Domian. Ja, es ist schon, zuerst waren wir natürlich total happy, glücklich. Hast du eine Familie? Bitte? Hast du eine Familie? Nee, ich bin Junggeselle. Junggeselle, ja. Und ich war natürlich am Anfang total glücklich und so. Und dann fingen aber die Probleme an. Bin dann, da wo ich jetzt wohne, bin ich dann weggezogen. Ein paar Grundfragen. Hast du das irgendjemandem erzählt? Als du, nein, habe ich nicht. Du hast es absolut für dich behalten? Ich habe es absolut für mich behalten. Was hast du? Die Lottostelle hat dann mich gefragt, ob man meinen Namen veröffentlicht darf. Dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Und gut, dann sind die Bank gekommen dann. Mhm. Da ist dann auch von der Lottostelle gekommen, hat dann mir gratuliert und hat dann das überwiesen. Also es geht so, dass dann jemand von dem Lotto zu einem... Da kommt jemand persönlich bei dir vorbei. Aber der kommt nicht mit dem Geldkoffer. Nee. Das mit Sicherheit nicht. Und der sagt dann zu dir, hier, Sie müssen erstmal ganz, ganz gewappnet sein. Der bringt dir einen Sekt mit, so
war es bei mir, hat einen Sekt gebraucht und hat mir alles Gute gewünscht. Was für eine Marke bringen die denn mit an Sekt? Oh, Domian, das weiß ich also wirklich nicht. Da war ich so aufgeregt, aber kann ich mir vorstellen. Hatten die sich denn telefonisch bei dir vorher angemeldet? Nein, ich musste ja meinen Gewinn anmelden. Mhm. Das ist ja heute so, da im Online-System musst du deinen Gewinn anmelden. Mhm. Das heißt, wenn du deinen Gewinn nicht anmeldest, dann verfällt er nach 12 Wochen. Das sind viele nicht. Mhm. Ja. Du kannst natürlich aber auch eine 20 Mark zahlen und dann wird der Gewinn überwiesen. Mhm. Mhm. Dann bin ich zur Lottostelle und habe das dann gemacht. Das ist dann die Volksbank gewesen bei mir. Und dann ist das dann, habe das auch am Samstag gewusst, aber ich wusste dann nur, wie ich gewonnen habe. Das habe ich dann erst am Dienstag erfahren. Das ist dann überwiesen worden und sind natürlich die Banken gekommen, ja, du musst das so anlegen und so. Ja, jetzt habe ich halt einen Schatzbrief, ja, da kriege ich jetzt 40.000 Mark im Monat. Mhm. Das heißt also, da, die 40.000 Mark kriege ich monatlich, ohne dass sich also das Kapital, sprich die 8 Millionen, verringert. So. Wo sind jetzt die 8 Millionen? Die sind auf der Bank angelegt und kriege dann jeden Monat meine 40.000 Mark. Ich zahle jetzt also keine Steuern ein Jahr lang, außer natürlich Krankenversicherung etc. Und nach einem Jahr zahle ich dann die Kapitalertragssteuer und dann bleiben mir so dann nach dem Jahr, wenn das rum ist, so kann man sagen, zwischen 23.000 und 25.000 Mark pro Monat. Ist ja eine schöne Stange Geld. Ganz schöne Stange Geld, Was hast denn du beruflich gemacht früher? Ich war vorher Bäcker. Bäcker? Muss aber dazu sagen, ich habe 10 Jahre im Beruf nicht mehr gearbeitet. Hm. Warst du arbeitslos? Ich war, das war das verrückt. Ich war gerade arbeitslos, wo ich im Lotto gewonnen habe. Das ist ja toll. Ja. Das ist ja toll. Hey, aber jetzt erzähl mir mal, am Anfang klang das so ambivalent, so zwiegespalten, die Freude. Ja, weil eben die Probleme dann doch auftauchen. Zum Beispiel, Domian, du lebst ja dann auch ganz anders wie vorher. Also ich gehe dann auch fort, ja. Bin dann ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, komme dann morgens um 4:30 nach Hause. So, dann liege ich im Bett, schlaf seelenruhig und dann morgens um 9:10 klingelt der Buschbote, hat ein Päckchen für mich, ich natürlich noch im Bett. Steh nicht auf, lass den klingeln. Ja, und da gibt es dann meiner Mitbewohnerin, gell, und die natürlich mich dann ziehe, so 1:30 bin ich dann aufgestanden. Ja, und dann sagt sie zu mir, ja, sie arbeitet nicht mehr. Und dann sage ich, nee, wissen Sie, ich habe es nicht mehr nötig zu arbeiten. Jetzt meinen natürlich alle anderen, dass ich ein Sozialhilfeempfänger bin, ja, schimpfen natürlich dann und sage, ja, wie ist das möglich, dass jemand ein neues Auto sich leisten kann und dann noch Sozialhilfe kassiert, weil die wissen ja, dass ich im Lotto gewonnen habe. Oder anderes Beispiel, du lernst irgendwo eine Frau kennen, ich habe schon mit Bekanntschaftsanzeige probiert und alles Mögliche. Das Erste, was man mich immer fragt, ist, was machst du beruflich? Ja, dann kannst du nicht sagen. Ich natürlich dann sage ich, na, zum Beispiel sage ich dann, du, ich möchte das nicht sagen und so. Kannst du nicht sagen? Die Frau natürlich dann ganz kritisch und sagt, meint dann natürlich, was wieder nach negativ. Sie denken dann, Herr, bist du vielleicht... Hast du denn mal darüber nachgedacht, da wo du jetzt wohnst, ganz wegzuziehen und dich irgendwo... Ich bin ja schon weggezogen. Ich meine, ich wohne in Baden-Württemberg, kann ich jetzt so sagen, das ist kein Problem. Ja. Und ich wohne nicht nur so eine Großstadt, möchte eigentlich auch nicht wohnen. Und mich macht, ehrlich gesagt, mich macht es irgendwo gar nicht an. Ich bin ja weggezogen. Ich meine, du wohnst jetzt nicht in einem großen Villa oder sowas, sondern du hast gesagt, du wohnst mit jemandem zusammen. Ich wohne allein. Also ich wohne im großen Miethaus, kann man sagen. Ja. Ich wohne also nicht allein, aber so fangen die Probleme an. Also immer alles, was ich, immer muss ich mich irgendwo rechtfertigen, verstehe ich, egal was ich mache. Also Hast du den Eindruck, dass durch diesen wahnsinnigen Lottogewinn dein Leben viel einsamer und verkapselter so geworden ist? Hundertprozentig. Es ist einsamer, es ist aber auch nachdenklicher geworden, weil ich habe mich von dem Riesenrecht und mich also niemals blenden lasse. Und zwar auch deswegen, weil ich eine christliche Lebenseinstellung habe, nicht so wie die Kirche jetzt predigt, Domian, sondern so, dass ich jetzt sage, alles, was ich in meinem Leben tue, kommt auf mich zurück und ich engagiere mich eigentlich auch sozial. Ich möchte aber für mich anonym bleiben. Hast du denn auch schon einiges Geld gespendet von dem, was du gewonnen hast? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich habe erst kürzlich, war ich in einer Stadt, da war ich in einer Postbank, da war ein Obdachloser, der hat wirklich total vorne, aber war wahnsinnig riesig leid da. Und dann habe ich dem 2000 Mark gegeben. Da hat er gedacht, und Weihnachten und Ostern für 10 Jahre zusammen oder so, so ein Gefühl. 2000 Mark geschenkt zu bekommen als Obdachloser ist natürlich Wahnsinn. Ne? Das ist Wahnsinn. Der hat mich umarmt und hat mich geküsst und habe ich gesagt, du, das ist okay. Und du hast es jetzt problematisiert, was man verstehen kann. Auf der anderen Seite muss es doch ein grandioses Gefühl sein, für das ganze Leben jetzt abgesichert zu sein. Du hast niemals irgendeinen blöden Chef, der dir dumm kommt. Du bist dein eigener Herr. Du kannst hinfahren, wohin du möchtest. Du kannst dir einen Porsche kaufen. Du kannst dir eine Eigentumswohnung kaufen. Egal was. Ist das nicht auch toll? Das kann ich. Aber ich kann etwas nicht kaufen. Das ist wirklich die wahre Liebe. Das kann ich nicht kaufen. Und ich finde das auch
richtig und toll, dass man das nicht kaufen kann. Mhm. Und klingt immer so abgeschmackt, aber es ist so, ne? Und du erlebst es auch gerade. Ich erlebe das. Mhm. Ich erlebe das. Ich erlebe eigentlich auch, ich meine, ich habe ja auch schon andere Millionäre so kennengelernt und ich kenne da auch welche, die haben 3, 4 verschiedene Frauen und die verhaltet die Frau auch, aber da ist wirklich keine Liebe dabei. Was machst du denn den ganzen Tag über? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe keine einzige Lebensweise, also ja, was mache ich den ganzen Tag? Zum Beispiel bin ich ein sehr guter Langschläfer. Mhm. Ja, was mache ich? Ich kann dir das mal sagen. Ich erinnere mich gerne an meine Träume. Ich stelle den Wecker um 6 Uhr morgens. Mhm. Und wenn der dann klingelt, dann kann ich mich meistens an meine Träume erinnern und dann freue ich mich, dass ich weiter schlafen kann und ja, die Arbeit gehen müssen. Hast du ja schon mal die Idee gehabt, dass du jetzt mit dem Geld dich vielleicht selbstständig machen könntest? Nein, nein, habe ich nicht. Aha. Also du willst auf jeden Fall dann doch bis ans Ende deiner Tage so einen Müßiggang treiben? Ich möchte bis zu meinem Ende in meinem Leben mit Sicherheit nicht mehr arbeiten, ja, weiß ich. Mhm, ja. Weil ich denke mir irgendwo mit 7 Millionen Arbeitslose, wo mir Hand in der Bundesrepublik und dann kommen 1,5 Millionen Obdachlose dazu, ganz zu schweigen von der versteckten Armut, was mit der Kultur wieder zusammenhängt, wäre das von mir persönlich gesehen eigentlich sehr unsozial, wenn ich mich noch um Arbeit bemühe. Naja, es hätte ja sein können, wenn du ja selbstständig wirst und eine eigene Firma gründest und dann noch Arbeitsplätze schaffst, aber wenn es nicht dein Ding ist, ist es nicht dein Ding. Was mich auch gerade so gewundert hat, Walter, war, wenn man so etwas wirklich Existenzielles erlebt in seinem Leben, dann will man das doch eigentlich, und wenn es nur mit einer Person ist, mal so richtig bequatschen. Ist das nicht schwierig für dich, dass du mit niemandem mal drüber reden kannst? Tja, manchmal habe ich echt Lust, und das hinauszuschreien, zu sagen, du, ich habe Luther, aber ich kann das nicht. Vor was hast du konkret Angst? Von der Beziehung her gesehen, wenn ich Frauen kennenlerne, dass ich die natürlich nicht nur wegen meinem Geld heirate. Berechtigte Sorge, ja. Ja, ja. Und zum anderen auch irgendwo, dass ich einfach denke, die Leute sind sehr neidisch. Und weißt du, was jetzt passieren wird, Walter? Ich garantiere es dir, dass wir Dutzende, Hunderte von Bettelbriefen bekommen, die wir an dich weiterleiten sollen. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, deswegen frage ich das jetzt. Dann können die Leute sich gleich das Porto sparen, hierher zu schreiben. nee, das ist schon nicht notwendig. Du wirst keinen Brief beantworten. Nein, aber ich kann vielleicht was machen. Ich weiß nicht, ob du das... ich hoffe, dass du mich jetzt nicht aus der Leitung schmeißt. Ich wohne ja dort in der Nähe vom Bodensee, das kann ich jetzt auch sagen. Und ich habe jetzt auch von dem Besitzer, wo ich da öfters bin, möchte ich mal so ausdrücken. Also ich gehe da auch manchmal so in den Swingclub und so. Und da bin ich auch öfters. Der kennt mich auch sehr gut. Und wenn mich jemand unbedingt mal kennenlernen möchte, ich bin natürlich nicht jeden Tag dort, dann kann er mich im Swingclub in Konstanz mal gerne besuchen. Ich warne davor, dich, dass du das noch weiter ausführst. Das könnte wirklich üble Folgen für dich selbst haben. Nein. Ich hab, der Swingclub gehört mir selber nicht. Nee, ich meine, dass du da überlaufen wirst mit Menschen. Nein. Aber wenn du das willst, ist mir völlig wurscht. Also, wenn du das möchtest, macht mir nichts, weil ich habe auch extra den Besitzer. Ich rufe also wirklich nicht aus dem Grund eigentlich auch an. Der Besitzer für den Swingclub, der läuft also ziemlich schlecht, ja, und das ist halt wirklich bedauerlich, weil der ist wirklich echt super und toll. Aber wir machen trotzdem jetzt keine große Werbung dafür. Ich würde dich gerne am Schluss noch fragen, obwohl du es einige Mal schon angedeutet hast, was wäre jetzt noch dein absoluter großer Traum? Mein absoluter großer Traum, Domian, ist die Traumfrau meines Lebens kennenzulernen. Ich wünsche es dir vom Herzen. Es müsste wahrscheinlich auch eine Millionärin sein. Oder eine ganz nette Frau, die... Nee, das brauchst du nicht. Brauchst du nicht so sein, nein. Die kann arm sein wie eine Kirchenmaus. Ich habe auch keine äußerliche Einstellung, ob die schwarze Haare oder blonde Haare hat. 1,80 groß, 1,70 groß, 1,50 groß. Umso größer ist die Freude dann für sie, wenn sie hinterher erfährt, dass du so viel Geld hast. Ja, sicher. Das war interessant, mit dir zu sprechen. Danke, Domian. Alles Gute. Tschüss. Im Swingerclub. Tschüss. Ja. Ciao. Mensch, so viel Millionen Mark. Aber Geld macht nun eben auch nicht glücklich, ne? Was man immer so sagt. Christian, 25. Ja, hallo Domian. Das ist ein Ding, ne? So viel Geld. Ja, das. Hättest du auch gerne, ne? Ja, oder? Aber wie gesagt, Geld macht nicht glücklich alleine. Wie er das gerade erzählt hat, ne? Genau, das bringt auch mal Nachteile mit sich. Eben. Dein Thema? Ja, mein Thema ist nicht ganz so erfreulich, wie das meines Vorredners, befürchte ich. Und zwar studiere ich im 5. Semester Medizin an der Universität in Bochum. Und aufgrund dieses Medizinstudiums möchte ich halt Gerichtsmediziner werden. Das bedeutet für mich also auch, Obduktionen durchzuführen. Und ich bin jetzt im 5. Semester. Und Anfang des 5. Semesters, das war im November letzten Jahres,
ist mir halt ein Schlüsselerlebnis passiert. Mhm. Das heißt also, ich habe ein junges Mädchen, ich sag mal zwischen 17 bis 20 Jahre, auf dem Obduktionstisch gehabt. Mhm. Und ja, da fühlte ich mich in einer Art und Weise zu ihr hingezogen, die ich aber für mich selbst erstmal nicht ausmachen konnte. Und ja, am Samstag war ich in der Uni und mittlerweile darf ich auch diesen Raum alleine betreten. Das heißt, ich bekomme die Genehmigung und den Schlüssel vom Professor, um meine Arbeiten weiterzuführen. Und da habe ich sogar versucht, körperlichen oder sexuellen Kontakt herzustellen zu einer dieser Mädchen. Du merkst, dass ich da mal sehr tief durchatmen muss. Ja, mir geht's mittlerweile auch nicht anders, Domian. Es ist keine Verarsche, was du mir erzählst. Nein, dann würde ich mich wahrscheinlich besser fühlen. Mhm. Was genau hast du gemacht? Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das... Ja, ich kann nicht verlangen, dass du das nachfühlen kannst, wie bei anderen Problemen. Ich muss es nicht nachfühlen können, aber du kannst es ja erzählen, wie es war. Ja. Und du hast es schon so weit erzählt, du kannst auch alles erzählen. Ja, ich habe begonnen, sie zu streicheln und... Das ging also um diese 17- bis 20-jährige junge Frau. Nein, das war dieses Erlebnis, was ich halt im November letzten Jahres hatte. Achso, und wie alt war... Das war auch eine junge Frau, eine Leiche. Ja, ich mag eine Tote. Eine Tote. Ja, eine Tote. Und ja, wie alt mag sie gewesen sein? 26, 27. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, die Körper oder die Toten, die ich selbst obduzieren muss, also an die ich selber Hand anlegen muss, aus medizinischen Gründen, da fehlt, ja, da ist die Hemmschwelle zu groß. Mhm. Und deshalb, also da ist... Ja. Zu diesem Mädchen herrschte mehr Abstand. Mhm. So, weil ich. Also, die erste Frage ist jetzt nochmal: Mich wundert, dass du da alleine in diesen Saal rein kannst. Das ist so. Ja, man bekommt eine Genehmigung, das wird eingetragen. Okay, so, dann bist du jetzt alleine da reingegangen. Ja. Kürzlich. Ja. Was genau hast du gemacht? Ja, ich habe begonnen, sie zu streicheln, das Totenhemd, wie man das nennt, beiseite zu schieben und ich habe versucht, Verkehr mit ihr zu haben. Was aber durch mein eigenes Versagen oder Hemmschwelle, wie man immer es auch nennen soll, dann letztendlich nicht passiert ist. Mhm. Also ich habe versucht, in sie einzudringen, was aber mir nicht möglich war. Aufgrund, ja, ich habe es auch nicht allzu zaghaft mehr versucht dann, aber es war halt alles, ja. Nun stockt uns allen der Atem. Ja. Ist dir klar, ne? Das ist mir klar. Und was denkst du denn selbst über dich, ja, nachdem du das jetzt erfahren hast? Ja, ich frage mich, es gibt ja so Worte, die mir im Kopf rumschwellen, wie nekrophil. Mhm. Oder, ja, mein größtes Problem ist, ich möchte halt meine Medizinerkarriere in irgendeiner Art und Weise zu Ende führen, wie ich es dachte. Also die Aber hast du natürlich jetzt unter Umständen auch durch diesen Anruf extrem aufs Spiel gesetzt, ist dir klar, ne? Ja, natürlich. Was denkst du denn über dich? Das war meine Frage. Was ist denn mit dir los, Mensch? Ja, ich dachte, das könntest du mir sagen. Ich weiß es nicht. Ich hab... Mensch, du bist Medizinstudent im fünften Semester. Ja. Da muss man ja voraussetzen, dass da wirklich ein gewisser Stand an Intelligenz da ist und auch ein Reflexionsvermögen über dich selbst. Ja, davon sollte man ausgehen. Ja, gehe ich jetzt auch von aus. Ja. Du musst dich doch in einer bestimmten Weise jetzt beurteilen und einordnen. Ja, Domian, was soll ich sagen? Macht dir das Angst? Ja, natürlich macht es mir Angst. Über welche Konsequenzen denkst du persönlich nach? Ja, ich bin im Moment ohne feste Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich eine Frau wieder anfassen könnte. Und weil ich halt geschockt war über mich selbst. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt noch dieses Bedürfnis habe und immer noch mich hingezogen fühle zu irgendeiner Art dieser... Als du gerade gesagt hast, dass du nach dem fünften Semester dich für die Gerichtsmedizin entscheiden wolltest oder entschieden hast. Ja, ja. Wollte ich dazwischen gehen, aber ich dachte, lass ihn erstmal aussprechen. Was war die Motivation dafür? Das war vorhin meine Frage im Hinterkopf. Das frage ich jetzt nochmal und hänge dran. Hängt das unter Umständen zusammen mit dieser
Ja, mit dieser Neigung in dir? Nein, nein. Also ich war mir ja vorher dessen nicht bewusst. Mhm. Das heißt, also ich glaube, jeder spürt in sich zunächst mal eine Abneigung gegen tote Menschen. Mhm. Und so war es halt am Anfang auch. Nur dann kam halt dieses junge Mädchen, was noch attraktiv aussah. Ich weiß nicht, ob das Wort attraktiv fehl am Platz ist. Mhm. Aber also jetzt reden wir mal ganz klar. Jetzt sage ich dir, was ich denke. Ja. Bei aller Toleranz für alle seltsamen und noch so obskuren Spielarten, auch was Sexualität angeht, werte ich dieses jetzt und sage, dass das eine ganz, ganz klare, perverse Degeneration in dir ist. Ja, natürlich. Dessen bin ich mir ja bewusst. Und du erstmal jetzt mit deiner ganzen Zukunft spielst, was du da gemacht hast. Du kannst heute oder morgen aus deinem Studium rausfliegen und für immer vergessen, dass du Arzt wirst. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du schleunigst, aber morgen früh einen Psychiater, einen Therapeuten aufsuchen musst, recherchieren musst, der sich genau mit solchen Sachen auskennt. Ja, aber wie bekomme ich sowas? Also das, denke ich, als Medizinstudent kann man das ja nun auch wohl noch rauskriegen. Ja, dennoch, aber du sagst, jemand, der sich damit auskennen muss. Ich kann doch nicht einen Psychiater ansprechen und sagen, hören Sie mal zu, ich bin negrophil. Ja, das kann man grundsätzlich natürlich auch. Dennoch biete ich dir gleich auch nochmal an, mit meiner Psychologin zu sprechen. Ja. Und dass ihr gemeinsam da vielleicht irgendwie eine Adresse raus. Also, zudem hast du eine Straftat begangen, ist ja auch klar, ne? Ja, das weiß ich, ja, natürlich. Mhm. Für die du belangt werden kannst. Ja. Jetzt, ist ja völlig klar, ne? Ja, jetzt flüchtet man sich natürlich in diese Schweigepflicht, über die man als Mediziner natürlich Bescheid weiß. Aber ich habe ja mein eigenes Schweigen durch diese Sendung gebrochen. Mhm. Denkst du auch darüber nach, was du vielleicht dieser Frau fast angetan hättest, dieser Toten? Ja, ich denke über mich, ich bin nicht besser als jemand, der sich mit Gewalt an Lebenden vergreift. Mhm. Also es ist für mich wie eine versuchte Vergewaltigung, nur ohne Gegenwehr. Mhm. Es ist einmal die Würde des toten Menschen extrem verletzt worden. Ja, natürlich. Und es ist auch zu denken an die Angehörigen der Toten. Ja, darüber habe ich mir natürlich noch keine Natürlich. Gedanken. Ja, möchtest du gern, dass deine Schwester, deine Mutter von irgendeinem... Ja, nein, natürlich. Ja, gut, aber dieses Argument ist ja nur angebracht, ne? Ja, ich verstehe was, ja. Mhm. Bist du bereit, sofort morgen etwas in die Wege zu leiten? Ja, natürlich. Okay. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich mit mir selbst umgehen soll. Mhm. Ich fühle mich nicht mehr als menschliches Wesen. Du bist eine Gefahr für dich selbst. Absolut. Ja, ich hab Angst vor mir selbst. Ich habe Angst davor, wie ich mit anderen, wie ich mit meiner Sexualität wieder... Mhm. Vielleicht ist sogar, also der absolut wichtigste Schritt ist jetzt, dass du einen Psychiater, einen Therapeuten aufsuchst. Wie man das anstellt, kannst du gleich noch mit Elke besprechen. Ja. Das zweite ist vielleicht, aber das sprengt jetzt auch, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung, den Rahmen unseres Gespräches. Das musst du dann mit dem entsprechenden Fachmann klären, ob du in diesem Studium überhaupt noch gut aufgehoben bist. Ne? Ja. Ja. Es kann sein, dass jetzt deine ganze Lebensplanung durch diese Tat, die da hinter dir liegt, ins Wanken gerät oder vielleicht sogar völlig umbricht. Ja, da denkt man natürlich im Moment nicht dran. Da schaltet ja der Verstand aus. Mhm. Das war ja nur... Ist klar, ja. Nur, ja, Begierde. Mhm. Ich interpretiere jetzt aber auch deinen Anruf hier. Das ist ja nun... Du rufst hier nicht bei der Telefonseelsorge an. Nee. Du redest mit mir und du redest auch in der Öffentlichkeit darüber. Ja, natürlich. Dass du einen ganz großen Leidensdruck hast und auch nicht mehr wusstest, was du machen sollst. Ja, ich bin am Ende. Mhm. Wer soll mir noch helfen können? Du hast dich sonst niemandem anvertraut? Überhaupt niemandem? Keinem guten Freund oder? Nein. Ja, ja, ich glaube, sowas können auch gute Freunde nicht verpacken. Mhm. So, Christian, du bleibst jetzt am Telefon. Ja. Und alles Weitere beredest du mit Elke. Alles klar, ja. Und ich hoffe, dass ganz schnell von deiner Seite jetzt auch eine Initiative gestartet wird. Ja, ich werde mich bemühen. Ja, wir verbleiben so. Ja. Danke, Domian. Wiederhören. Jetzt machen wir eine Pause. 1.34 Uhr.
Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln von 1Live und dem WDR Fernsehen. Und wir haben heute Nacht eine ganz offene Sendung für eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0130 2911, Faxnummer 0130 1151 22. Ich begrüße jetzt als nächsten Herbert und der ist 36. Ja, hallo Domian, grüß dich. Herbert, guten Morgen. Ich bin total geschockt. Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Ich habe genauso geraten wie du eben gerade, das ist ja grauenvoll. Mhm. Also erstmal schon mal das mit dem Lotto und dann er jetzt eben, also das ist ja kaum zu glauben, was hier los ist in unserem Land. Also das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, habe ich deswegen, weil wegen unserem hohen Ausländeranteil an unseren Schulen, beziehungsweise in der Grundschule und Sonderschule. Mhm. Das ist also das Problem. Also ich muss gleich sagen, dass ich also nichts gegen Ausländer habe, die hier leben und hier wohnen. Das ist also nicht mein Ding, sondern das ist wirklich nur das große Problem, dass es halt wirklich ziemlich viele sind. Mhm. Also ich muss kurz erklären, mein großer Junge, der ist 13 Jahre alt, der geht in eine Lernbehindertenschule, also in eine Sonderschule. Und da sind also 12 Kinder, davon sind 7 Ausländer. Mhm. Ja, fünf männliche. Mhm. Aus welchen Ländern kommen die? Ja, hauptsächlich also aus der Türkei. Mhm. Türkei und einer aus Albanien, glaube ich, und dann noch zwei Mädchen. Zwei Mädchen? Zwei Mädchen auch aus der Türkei. Aus Türkei. Mhm. Welche Probleme sind damit verbunden? Ja, die Probleme sind halt erstens mal, dass die Kommunikation nicht so gut ist. Ne? Also sie können nicht richtig Deutsch. Ja, gerade in der Sonderschule ist ja klar, ne? Mhm. Sonderschule, da gehen die ja hin, weil sie da halt die Probleme haben, dass sie da nicht auf die Mittelpunktschule, Realschule und das Gymnasium halt, ist das Problem nicht so groß. Das ist halt in der Sonderschule ist es halt, doch, es ist wirklich extrem. Mhm. Also was aber auch extrem zu kritisieren ist, was ich mittlerweile nicht mehr verstehe, dass die wievielte Generation von Ausländern jetzt schon in Deutschland lebt und dass von Seiten der Eltern ganz früh nicht alles getan wird, dass die Kinder dann auch perfekt Deutsch können. Also da geht auch eine ganz, ganz klare Kritik an die türkischen Familien oder an wen auch immer, wenn das dann so ist. Es gibt ja junge Türken, die sprechen besser Deutsch als wir. Richtig. Aber es kommt halt immer wieder vor, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja, also das ist wirklich schon, also dass die trumpfen da auch richtig auf, ne? Also im Pausenhof, ne, also da geht es schon richtig gut zur Sache, ne? Also mein Junge, der ist jetzt vierte Jahr schon da. Der hat also am Anfang wirklich arge Probleme gehabt, ne? Also ich war ständig in der Schule, was ja nicht Sinn der Sache ist, was ich ja auch nicht möchte. Also ich möchte ja nicht ständig da wie so ein Puder da stehen und möchte auf ihn aufpassen. Er muss sich da selber durchsetzen. Was heißt denn, die trumpfen auf? Ja, die machen da, also das ging dann auch dann bis Erpressung und sonst was. Ne? Also der kam zur Schule. Zufälligerweise habe ich das mitgekriegt. Wir haben ihn also mit dem Auto hingefahren. Mhm. Und da habe ich dann wirklich am Rande nur mitgekriegt, dass da zwei Jungen schon auf ihn warteten, am Eingang. Und ich denke, Mensch, gehst doch mal hinterher, guckst mal, was ist denn da los, ne? Mhm. Und da habe ich dann gesehen, so aus dem Augenwinkel, ich bin dann hinterher, dass sie ihm da sein Kakaogeld abgenommen haben, ne? Also das. Hast du mit den Lehrern geredet? Natürlich, klar. Wie steht denn die Schulleitung dazu? Ja, die große Achselzucken, ne? Mhm. Also wenn du das, ich bin dann hingefahren, habe auf dem Schulhof geguckt, in der Pause, ne? Die stehen dann da, also zwei Lehrer da in der Schulaufsicht, ne? Und die machen Tralali, Tralala da, ne? Gibt es denn Elternversammlungen bei euch? Ja, gibt's auch. Kommen die türkischen Eltern da auch hin? Nein, wir waren also jetzt erst kürzlich da, ne? Und ich habe also auch dieses Problem wieder, wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Mhm. Also ich habe nichts gegen Ausländer. Ne? Nein, das muss man auch nicht immer wieder betonen. Das bedeutet das ja auch nicht. Wenn man einen solchen Zustand kritisiert, heißt das ja nicht, dass man gegen Ausländer ist. Was für ein Unsinn. Man ist gegen die Zustände, die sich dann nun mal irgendwie so ergeben haben. Ja. Richtig. Also und die Lehrerin sagt auch, wir kriegen die nicht. Mhm. Die kommen nicht. Ne? Ich habe die Eltern, die haben überhaupt kein Interesse daran. Das ist wahrscheinlich dann aber auch hauptsächlich ein Problem der Hauptschulen, der Sonderschulen. Ja, genau, ganz genau. Mhm. Das ist ja in den anderen Klassen ist es ja nicht so. Also Orientierungsstufe dann eventuell noch, aber dann hört es ja auf. Ne? Also wenn die dann Realschule oder Gymnasium gehen, da ist ja dann ist es ja vorbei. Mhm. Und eins noch, ja ganz kurz noch, meine Kleine. Also wir sind jetzt auch erst umgezogen, deswegen weiß ich das auch erst. Mhm. Ne? Wir sind jetzt also von der Kleinstadt aufs Dorf gezogen und die geht jetzt hier auf eine Dorfschule, wo also der Ausländeranteil ziemlich niedrig ist. Mhm. Das ist also, die musste also erstmal 3-4 Monate erstmal, um überhaupt nachzukommen, weil die den Schulstoff, der war da schon so weit, weil die den gar nicht durchnehmen konnten, also in der anderen Grundschule. Mhm. Also die waren viel weiter. Die waren viel weiter, weil die Probleme nicht haben.
Also es ist schon, ist schon ein großes Problem. Ja. Es ist sehr schwierig, da wahrscheinlich da etwas zu verändern. Aber es ist gut, dass man das mal thematisiert und dass du das halt auch im Rahmen dieser Sendung jetzt hier gemacht hast. Ja, ich wollte das mal ansprechen, weil das liegt mir auch auf dem Herzen. Ich weiß, was will man auch machen? Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht ständig da hinfahren jetzt da mit meinem Jungen. Der muss da alleine, der muss sich da durchboxen. Der muss da irgendwie klarkommen. Wahrscheinlich wird es vielen Eltern so gehen wie dir und die jetzt auch kopfnickend vorm Fernseher sitzen irgendwo vor den Radios. Ja, ich wollte es auch nochmal, aber Domian, ich muss nur eins heute noch sagen, also heute, ich bin noch ziemlich geschockt immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Leichenschändung, was das für mich ist. Also das ist schon, aber mach weiter so und das war auch ganz gut, was du gesagt hast. Also gib da den Leuten noch richtig Druck, da die müssen. Also, ja. Also das kann man nicht durchgehen lassen, so auf keinen Fall. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Nino dran und Nino ist 24. Nino. Ja, hallo, grüß dich. Hallo Nino. Hi Jürgen, grüß dich. Nico heiße ich. Nico, Entschuldigung, dann steht das hier falsch bei mir. Ja, haben Sie falsch reingeschrieben. Ja. Nico. Also erstmal ein riesen Kompliment für deine Sendung, finde ich unheimlich geil, unheimlich gut. Danke. Und mit meinem Thema kommen. Also ich bin HIV-positiv und wollte euch erzählen, dass ich durch meinen Ex-Freund infiziert worden bin. Mhm. Also er wusste von sich Bescheid, hat mir nichts gesagt. Und er wusste Bescheid? Er wusste es, ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ich war circa 3 Monate mit ihm zusammen. Mhm. Und er wusste es eben von sich, hat mir nichts gesagt. Und ihr habt ungeschützt geschlafen miteinander? Genau, richtig. Ja, und das war, also im Oktober 96, habe ich das gemerkt. Warst du da mit ihm noch zusammen? Nee, ich hatte eine Woche vorher Schluss gemacht. Ich habe damals in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Danach bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Dann habe ich auch einen Test machen lassen und war dann positiv. Wie was hast du 3 Monate mit ihm zusammen? Ne? 3 Monate nur, ja. Aber dann kannst du es auch gar nicht so schnell merken. Doch, man kann es mittlerweile schon nach 6 Wochen feststellen. Also ist die Infizierung relativ früh passiert? Ja, genau. Als ihr zusammen wart. war es für dich dann ganz klar, dass er das verursacht hat? Ja, das war ganz klar, weil ich habe ihn daraufhin dann auch angezeigt. Weil ich dachte mir so, Mensch, darf nicht rumlaufen. Weil ich wusste auch, dass er in der Zeit auch mir fremdgegangen ist, mit anderen Männern was hatte und auch schon davor. Aber woher wusstest du denn, dass er HIV-positiv ist? Also am Anfang wusste ich es gar nicht. Ich habe dann, als ich das erfahren habe, bin ich dann natürlich in die Schweiz gefahren, habe ich ihn aufgesucht, weil ich wollte ihm sagen. Und dann habe ich von seinen Freunden erfahren, dass er schon gewusst hat. Also seine Freunde haben es auch gewusst, die ich mittlerweile auch schon kannte, haben auch nichts gesagt. Mein Gott. Wieso? Du hast ihn angezeigt, ne? Sagst du? Genau. Wie ist das dann ausgegangen? Also das Verfahren läuft noch mittlerweile und darüber wollte ich eigentlich auch sprechen. Ich wollte eigentlich auch sagen, ich finde es eigentlich, das Verfahren läuft in der Schweiz, in Zürich. Und ich finde es, das wurde von der Staatsanwaltschaft übernommen. Und ich finde es eigentlich ziemlich scheiße, sag ich mal, von der Staatsanwaltschaft, weil die nichts gegen tun, weil ich habe ihn jetzt im Dezember 96 angezeigt. Also das Verfahren läuft in der Schweiz? Ja, genau. Also dieser Mensch läuft immer noch frei rum und infiziert womöglich noch andere Menschen. Wie lautet da die Anklage? Fällt dir jetzt nicht ein? Nee, Also auf jeden Fall... Wie denkst du denn über diesen Mann jetzt im Nachhinein? Also ich weiß halt von ihm, dass er ziemlich viele Probleme gehabt hat und aber ich sehe das nicht als Entschuldigung, weil das kann man nicht entschuldigen, wenn man als Kind in irgendwelchen Kinderheim aufgewachsen ist oder so. Überhaupt ist das keine Entschuldigung. Es ist eigentlich versuchter Totschlag. Also so sehe ich das genauso. Bloß, also ich sehe das so. Also ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Keine Erklärung, gar nichts. Das ist, finde ich, dass man das ganz hart ahnden sollte. Genau, also ist mir auch eingefallen. Also laut Staatsanwaltschaft war es schwere Körperverletzung. Ja, ich finde es schlimmer. Ich finde es schlimmer. Also ich persönlich habe auch dafür plädiert, dass man das versuchte Mord schon etwas so. Eigentlich ja. Was hätte ihn daran gehindert, es dir zu sagen? Was hätte ihn da, wenn er es dir nicht gesagt hat, dann hätte er zumindest immer darauf bestehen müssen, dass ihr mit Kondomen... Ja genau, stimmt auch. Also deswegen habe ich ihn auch angezeigt. Ich habe mich mit der AIDS-Hilfe in Zürich zusammen also angerufen. Wie sind denn die Erfolgschancen überhaupt? Hat die AIDS-Hilfe dir da was gesagt? Also die AIDS-Hilfe hat noch nie so einen Fall gehabt. Zumindest nicht in gleichgeschlechtlichen, also zumindest nicht bei Schwulen oder so. Und das war also der erste Fall in der ganzen Schweiz. Und, also die haben keine Erfahrungswerte damit. Ja, genau, richtig. Wie kannst du denn überhaupt beweisen, dass du das von ihm hast? Das kann man mittlerweile auch beweisen. Ich war in Zürich bei einem Professor. Mhm. Das ist eine ziemlich große Kompetenz, also in ganz Zürich. Mhm. Und der hat das nachweisen können. Also man kann es nicht hundertprozentig nachweisen, aber man kann es
zu 98% nachweisen. Und das hat Bestand vor dem Richter dann auch? Also juristisch genau, möglich dann vorzulegen? Also man kann es innerhalb den ersten 6 Monaten kann man es nachstellen. Also es dauert, die Tests gehen ungefähr so 3 Monate. Nach 3 Monaten kann man ungefähr so 98% sagen, und das war bei mir auch der Fall, dass ich von ihm infiziert worden bin. Das wurde dann auch vom Professor auch bestätigt. Er wurde dann, also der Professor von Zürich wurde auch nochmal von der Staatsanwalt befragt, genau, und er hat dann auch gesagt, dass... Wie geht es dir denn heute? Also mir geht es gesundheitlich ganz gut. Ich mache mittlerweile auch eine Therapie. Und hat sehr gut bei mir angeschlagen. Ich habe keine Nebenwirkungen, gar nichts. Ich habe eine sehr positive Lebenseinstellung, Gott sei Dank, und kann wirklich unheimlich gut damit umgehen. Also ich habe auch schon Beziehungen gehabt und habe ich echt kein Problem mit. Lieber Nico, auf dass es dir weiterhin richtig gut geht und auf dass du diesen Prozess gewinnst. Ja, also ich hoffe es auch. Und auf dass der eine heftige Strafe kriegt. Ich hoffe es auch. Mir tut es nur unheimlich weh, dass es immer so lange geht. Das ist schon über ein Jahr her. Ja, aber so ist es leider. Immer noch frei rum. Aber also bleib am Ball und sei zäh. Ja, mach ich auf jeden Fall. Also ich wollte auch jeden anderen, der infiziert ist, einfach nur sagen, dass sie sich einfach nicht runterkriegen lassen. Weil man ist in Anführungsstrichen nur infiziert und das ist nicht so schlimm, wie man es so darstellt. Alles Gute. Okay, tschüss, danke dir. Nico. Tschüss. Simone, 25. Ja, hallo. Guten Morgen, Simone. Hallo, Domian. Ich habe ein großes Problem. Und zwar habe ich im November endlich einen neuen Arbeitsplatz gefunden gehabt wieder. Ich war letztes Jahr arbeitslos geworden und mir gefällt es da sehr gut bei dem Arbeitsplatz. Nur leider hat es ziemlich schlimm angefangen. Das ist ein großes Unternehmen. Was machst du da? Ich bin bei einem Musical-Unternehmen. Und als ich angefangen habe, sind natürlich ziemlich viele Leute zusammen. Aber du bist keine Sängerin oder Tänzerin? Nein, ich arbeite im Hintergrund. Im Hintergrund, ja. Und dann fing es an, dass mich ein Mitarbeiter ziemlich belästigt hat. Es ging so weit, dass er mich nach Hause verfolgt hat, mich telefonisch terrorisiert hat. Und ich wohne nicht alleine, ich habe eine lange Beziehung und haben dann immer versucht, das irgendwie zu verarbeiten. Oder mein Freund hat mich noch auf abgeholt, damit er merkt, dass da jemand ist. Aber es hat nicht aufgehört und es ging dann so weit, dass er mich einmal fast vergewaltigt hat. Daraufhin bin ich dann zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe mein Herz ausgeschüttet, das ziemlich schlimm war. Und habe es dann überstanden. Aber das Schlimme ist, dass der Mann dann geflogen ist, aber der Nächste hat jetzt angefangen vor 5 Wochen. Ich bekomme zurzeit ständig Briefe, ich werde mit Geschenken überhäuft von demjenigen und er lässt es einfach nicht und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also bei der Arbeit hat sich die Situation dann geklärt? Und mit dem Ersten, der ist dann auch entlassen worden. Die Anzeige läuft natürlich auch. Ja. Und wie gesagt, jetzt fängt es mit dem Nächsten an und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Simone, jetzt muss ich dich nochmal fragen. Ich dachte jetzt, der rausgeschmissen ist, stellt dir jetzt privat an. Jemand anderes. Jemand anderes aus der Firma wieder? Ja, wieder jemand anderes. Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß halt auch nicht mehr weiter. Und der andere, der rausgeflogen ist, der lässt dich aber in Ruhe. Ja, da ist nichts mehr. Nee. Da kam auch nichts mehr. Ich meine, ich habe halt auch Anzeige erstattet und seitdem ist da dann auch Ruhe gewesen. Und dieser neue Typ, du weißt, wer das ist? Ja, ich weiß, wer das ist. Ja. Ist er dir schon zu nahe getreten? Das noch nicht, aber wie gesagt, ich bekomme dann ständig Briefe von ihm, wo dann Sachen drinstehen und dann habe ich auch zurückgeschrieben. Mal, dass ich einfach Ruhe haben will und es unterlassen werden soll. Und sind das auch anzügliche Dinge, die er dir schreibt? Ja, also furchtbar. Also schreibt dann auch, er hat auch mal eine Freundin gehabt und die hat sich umgebracht wegen ihm und weil er dann auch immer abgelehnt wird und wenn ich ihn auch ablehne, dann wird er sich umbringen und so Sachen. Ich weiß halt wirklich einfach nicht weiter. Ja, da lass dich mal gar nicht bluffen von solchen Sachen. Das ist nur eine Methode, um dich klein zu kriegen. Ja, eben, aber ich hoffe, du hast jetzt halt auch, wenn ich jetzt schon wieder hingehe zu meinem Chef und sage, der Nächste fängt an, die denken ja so langsam, was bin ich für jemand? Ja, ich habe eine Beziehung, ich bin seit 6 Jahren mit meinem Freund zusammen. Du hast einfach da jetzt wirklich Pech, dass du zweimal Opfer von solchen Handlungen wirst oder geworden bist. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich aus lebst dem hier rauskomme irgendwie. Lebst du im Moment mit deinem Freund zusammen? Ja, natürlich. Ruft er bei euch zu Hause auch an? Ja, und wenn mein Freund dran ist, dann legt er halt auf. Und wenn ich dran bin, dann will er immer reden. Und ich meine, ich lege dann halt auf. Die Briefe hast du schon aufbewahrt, ne? Ja, die habe ich. Normalerweise sprichst du mit dem nicht.
Nee, also er lässt mich auch während dem Geschäft eigentlich ziemlich in Ruhe. Also da schaut er einfach immer nur. Ja, meinst du denn, du hast, ich merke, dass du sehr angeschlagen bist und auch darüber sehr, sehr traurig bist und ziemlich verzweifelt. Ich bin so froh, dass ich endlich eine Arbeit wieder gefunden habe. Natürlich. Könntest du dir vorstellen, dass du einmal mit dem redest, dass du ihm sagst, wenn er das nicht ab sofort unterlässt, dass du wieder zum Chef gehen wirst. Er wird ja den anderen Fall kennen, vermutlich. Ja, den kennt jeder in dem Unternehmen. Dass du ihm drohst, wenn er das nicht sein lässt, sagst du das dem Chef und du wirst ihn anzeigen. Du hast ja auch die Briefe unter anderem. Mhm. Dass du ihn einfach, dass du ihm drohst. Ich frage dich, ob du dafür stabil genug bist. Es kann ja sein, dass du dich das gar nicht traust oder dass es noch schlimmer ist für dich. Weiß ich halt nicht, weil es erst einmal halt schon furchtbar war, wenn man sowas sagen muss. Wäre es denn möglich, dass dein Freund das dem Typ sagt? Ja, vielleicht. Also das als ersten Warnschuss. Und wenn das nichts hilft, dass du dann wirklich, du brauchst dich doch nicht schämen, Mensch. Ja, nee, aber. Ich weiß, du wirst natürlich deine Arbeit behalten. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und dem Chef? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und er hat auch verständnisvoll reagiert. Ja, auf jeden Fall. Also dann würde ich, lass dich bloß nicht niedermachen von diesen Leuten. Mhm. Wirklich auf keinen Fall, Simone. Mhm. Und behalt die Nerven jetzt. Ja. Denke mal darüber nach, ob du das alleine schaffst oder ob das dein Freund macht. Ihm einen richtigen Warnschuss verpasst. Ja, vielleicht mache ich das mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann vertraue dich ruhig nochmal dem Chef an. Offensichtlich ist das ja doch ein sehr netter Mensch. Ja, es ist zum Glück eine Frau. Also. Na wunderbar. Also bloß jetzt nicht in die Ecke verkriechen, Angst haben und dich mürbe machen lassen. Mhm. Du hast den einen Kampf gewonnen und du wirst den zweiten Kampf auch nochmal gewinnen. Bin ich ganz sicher. Das hast du durchgefochten. Das zweite Mal wirst du es auch durchfechten. Ja, ich hoffe. Toi, 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 Simone. Okay. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt ist der Michael dran und er ist 20. Ja, hallo, hier ist der Michael. Michael. Ja. Und zwar mein Thema ist, ich habe letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt. Mhm. Sie wird jetzt 21 und ich habe sie jetzt vor 2 Monaten wieder getroffen. Mhm. Und wir sind auch wieder zusammengekommen und jetzt hat sie mir gesagt, dass sie ein Kind kriegt. Mhm. Von wem? Von ihrem Ex-Freund. Mhm. Nicht von mir. Mhm. Und ich weiß halt jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich hatte halt vorher noch keine Freundin. Mhm. Und das ist jetzt meine erste und die kriegt halt ein Kind. Jetzt weiß ich nicht, soll ich sie behalten, soll ich sie abschieben? Ich bin halt ziemlich verzweifelt. Wie empfindest du denn zu der Frau? Ich liebe sie und sie liebt mich. Mhm. Eben halt jetzt steht das Kind dazwischen. Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Das Kind ist gezeugt worden, als ihr noch nicht zusammen wart. So halbwegs. Was heißt das denn? Ja, so um die Ecke rum. Also mal war sie bei ihm und mal bei mir. Mhm. Aber da wusstest du damals nichts von, dass da noch ein anderer Mann... Doch, das wusste ich. Das wusstest du, ja. Aber danach hat sie sich dann von dem klar getrennt und ist dann mit dir zusammen. Ja, sie hat sich getrennt, weil er hat sie halt auch verprügelt und so weiter. Mhm. Und dann ist er bei ihr ausgezogen. Mhm. Und das ist deine wirklich erste Freundin, deine erste große Liebe. Kann man das so sagen? Überhaupt mein erstes Mädchen. Überhaupt dein erstes Mädchen. Ja. Mhm. Als sie dir das gesagt hat, dass sie schwanger ist, wie war denn da dein Gefühl, dein spontanes Gefühl? Ich war erstmal schockiert. Mhm. Weil halt so mit sowas rechnet man nicht. Mhm. Also sie hat mal einen Zettel geschrieben und da stand dann nachher drauf, was er mir hinterlassen hat. Ja, und da war ich dann am Überlegen und da kam sie auf einmal auf mir damit, dass er ein Kind kriegt. Also ihr hinterlassen hat. Was ist denn das für eine Vorstellung für dich? Dass du, nimm mal an, ihr bleibt jetzt zusammen und deine Freundin bekommt das Kind. Das ist nicht dein Kind. Du bist dann, du wirst die Schwangerschaft miterleben, die Geburt miterleben, die erste Zeit, wenn das Kind da ist. Stell dir erstmal vor, was geht da in dir vor, wenn du daran denkst? Ja, also schön ist es zwar, weiß ich nicht, ob das schön ist, weil kenne ich halt noch nicht. Mhm. Aber ich hoffe mal, dass das irgendwie klappt. Mhm. Ganz klar ist aber auch dein Eindruck, dass die Frau, das Mädchen, dich auch sehr liebt. Ja, das stimmt. Und dass sie unbedingt mit dir auch zusammen sein möchte. Ja, doch. Mhm. Was ist denn jetzt überhaupt, wo hast du denn Bedenken? Ja, Bedenken ist, ob ich damit fertig werde. Mhm. Weil halt ein Kind, das ist eine große Verantwortung. Mhm. Und du bist auch noch sehr jung? Ja, ich werde 20. Mhm. Nur eben halt das große Problem ist auch, ich habe auch keinen Hauptschulabschluss und nichts. Mhm. Also eine Lehre kann ich nicht machen. Mhm. Und es geht auch darum, ob ich der finanziell unter den Arm helfen kann. Mhm. Na gut, aber da finanziell muss natürlich der andere auch dazu tun, ne? Das will sie ja nicht. Er weiß nichts nicht davon. Ach, das weiß der gar nicht? Nein, er weiß davon nichts. Warum weiß der nichts davon und warum will sie das nicht? Ja,
Ja, sie möchte ihn nicht mehr sehen. Also die hat mit dem komplett abgeschlossen. Und daher weiß er davon nicht. Das heißt also, ihr, wenn ihr zusammen bleibt, habt dann auch enorme finanzielle Probleme vor euch. Richtig. Was machst du im Moment beruflich? Ich bin im Moment Tischlerhelfer. Tischlerhelfer? Ja. Also du hast keine Ausbildung als Tischler, Nein, ne? Kann ich auch keine machen. Das heißt, vermute ich mal, dass da auch nicht gerade so die dicke Knete rüberkommt, ne? Nee, das stimmt. Und was hat sie auch einen Job im Moment noch? Nein, sie ist arbeitslos. Sie ist arbeitslos. Also das sieht ziemlich mager aus bei euch. Ja. Michael, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist eine ganz schwierige Frage und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier so von ein paar Minuten dir da den richtigen Ratschlag geben kann. Einmal weiß ich nicht, wie das so gefühlsmäßig in dir ist, dass deine Freundin ein fremdes Kind bekommt, von einem fremden Mann, kein fremdes Kind, von einem fremden Mann. Ich glaube aber, dass man, wenn man jemanden sehr lieb hat, dass man damit durchaus sich arrangieren kann und dass man das hinkriegt zusammen. Ja, das ist richtig. Ich weiß allerdings nicht, ob du das halt dann auch auf die Dauer hinkriegst, da diese Familie halt auch zu ernähren und bei der Familie bleiben zu wollen in deinem Alter. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch die ganze Jugend vor mir und so weiter. Eben. Und sie ist auch, sie wird jetzt 21 und die hat da auch noch nichts vom Leben. Michael, muss es denn gleich so die ganz enge Familienverbindung sein? Ihr könntet euch doch irgendwie so einigen, dass ihr erstmal gut befreundet bleibt. Jetzt, dass ihr auch zusammen seid, aber dass ihr noch nicht zusammenzieht zum Beispiel. Ja, sie hat ja ihre eigene Wohnung und ich kriege jetzt in Kürze eine. Also wir leben schon getrennt. Das würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle auch die nächste Zeit so beibehalten. Und dann kannst du erstmal sehen, wie du dich mit der Situation anfreundest. Und in einem Jahr sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ich würde mich jetzt an deiner Stelle nicht so ganz darauf einlassen. Ihr habt zwei verschiedene Wohnungen, ihr könnt viel zusammen machen, aber trotzdem besteht immer noch die Möglichkeit, eigene Wege zu gehen, wenn du merkst, es funktioniert doch nicht bei dir. Ja. Vielleicht wäre das die beste Lösung. Genau. Aber ich auf keinen Fall jetzt irgendwie heiraten. Oder. Nee. Habt ihr darüber auch gesprochen? Nee, noch nicht. Das nicht. Dann würde ich mich auch wirklich nicht einlassen drauf. Halte erstmal so die Verbindung und liebt euch, wenn das eine große Liebe ist zwischen euch beiden, aber so, dass du auch wieder gehen kannst, wenn es einfach nicht mehr funktioniert. Ja, das ist klar. Ne? Michael, alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss. Und noch alles Gute für deine... Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt ist noch am Telefon der Lothar und der ist 38. Ja, guten Morgen oder guten Abend, nicht? Hallo Lothar. Ja, ich wollte mal eben kurz was zu sagen. Entschuldige mal, Dominant. Und zwar einmal betrifft das die Tina, die von angerufen hat. Ich habe vor 2 Jahren eine Freundin gehabt, der ist es so ähnlich gegangen. Da ist es aber allerdings vollzogen worden. Und wenn diese Tina mal anruft, dann könnte ich ihr... Lothar, wir sind ganz knapp in der Zeit. Du hast einen bestimmten Grund gehabt, weswegen du angerufen hast. Genau, ja, ich habe einen Plattenvertrag. Du hast einen Plattenvertrag? Ja, genau. Und wir hoffen also, dass die CD-Single mit 3 Titeln in spätestens 4 Wochen endlich auf dem Markt ist. Was für Musik machst du denn? Ja, das ist jetzt so eine Stimmungsnummer, die da gemacht wird. Eine Stimmungsnummer? Wird. Ja, ich ziehe zurück zur Mutti. Du ziehst zurück zur Mutti? Ja, genau. Sing mal eben vor, ganz kurz, nur ein paar Sätze. Ich zieh zurück zur Mutti, mach das Kinderzimmer frei. Ich zieh zurück zur Mutti und alle Sorgen sind vorbei. Also Lothar. Das wird dann so richtig im Hamburger Dialekt dann noch gesungen. Das ist so ein Schunkellied und dieses Schunkellied passt wie die Faust aufs Auge auf unser Thema morgen. Ja. Morgen heißt nämlich unser Thema, ich werde nicht erwachsen oder ich will nicht erwachsen werden. Das ist also das ist ja wirklich jetzt eine göttliche Fügung, dass du noch angerufen hast. Viel Erfolg mit der Platte, wir müssen Schluss machen. Alles Gute und verfolge morgen mal die Sendung. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen Inspiration für neue Texte. Ja, tschüss, Lothar. Ich wollte eigentlich... Ich muss Schluss machen, tut mir leid. Ich muss Schluss machen, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik war Markus Liebetanz. Unser Thema morgen heißt, ich werde nicht erwachsen, ich will nicht erwachsen werden. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.